Beginnen möchte ich mit Kathleen Lindner, sitzt neben mir. Sie arbeitet als Medienpädagogin mit und für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Mit und für Erwachsene, arbeitet für die Agentur Offlines, was ich ja schon mal sehr schön fand, diese Internetpräsenz offlines.net, zum Thema digitale Balance, berät und schult Unternehmen und Privatmenschen zum Umgang mit digitalen Medien. Also möglicherweise hast du ja auch noch mal einen Tipp für Benedikt, wie er nach der Abstinenz dann ja wieder so ins Gleichgewicht kommt, wenn das überhaupt eine Definition von Gleichgewicht ist. Neben dir sitzt Nele Heise, studierte Kommunikationswissenschaftlerin, kam heute aus Hamburg angetuckert, macht auch weiterhin was mit Medien, nämlich erforscht, was viele von euch oder zumindest die vom HEG auch machen, was die Medien mit uns machen und wir mit den Medien. Beispielsweise nur ein paar Themen rausgegriffen, welche Beteiligung ermöglicht uns digitale Verschränkung, wie verändert sich der Journalismus, zudem stellst du dir medienethische Fragen, spielt ja heute und hier vielleicht auch eine Rolle. Björn Stecher sitzt neben dir, der will nicht weniger, sondern tippe ich mal eher mehr Digitalisierung, hat eine juristische und kaufmännische Ausbildung auf dem Buckel, dann warst du Qualitätssteuerer und Projektleiter, was man halt heute so ist. Und seit 2014 bist du Referent bei der Initiative D21, also ich sag mal Lobbyverein pro Digitalisierung. Die Hälfte der Beiträger sind Unternehmen aus der Branche, die den Verein tragen. Die Initiative berät die Politik, schafft Öffentlichkeit für ihre Themen, macht Veranstaltungen und so weiter und arbeitet, und auch du in persona, mit am Onliner-Atlas, um den es hier auch geben soll. Ach so. Weil das ja die 23. Sendung ist, habe ich das ganz vergessen zu sagen, aber wahrscheinlich könnt ihr es eh auch schon alle auswendig mit aufsagen. Wir werden gestreamt auf hig.de und wer seine Handys nicht draußen abgeben musste oder heute freiwillig zu Hause gelassen hat, kann hier auch rein twittern und was sagen, meinen Nachfragen unter Hashtag Dicksal. Björn, jetzt waren wir beim Atlas oder ich war da bei der Vorstellung stehen geblieben. Wer ist denn 2016 online und wer offline? Kann man das so grob sagen? Man kann es zumindest etwas grober einordnen, dass wir aus den Ergebnissen bestimmten, wir messen ja den Digitalisierungsgrad auch der Gesellschaft und fragen ob erstmal ab, haben die Menschen Zugang zum Internet? Ja. Wie nutzen sie das Internet, also die Nutzungsvielfalt? Dann fragen wir auch ab, wie ist die Kompetenz der Leute? Das heißt, kommen sie mit dem Internet insgesamt zurecht? Und wie offen stehen sie diesem Internet auch gegenüber? Und wir können zumindest, was den Digitalisierungsgrad angeht, schon relativ genau sagen, dass sich herausstellt, dass vor allem Frauen, dass geringer formale oder Personen mit geringer formaler Bildung einen niedrigen Digitalisierungsgrad haben gegenüber der Gesamtheit der Gesellschaft. Also wir liegen ungefähr beim Digitalisierungsindex bei 51,6%. Und, was besagen diese 51,6? 51,6% sagen, dass die eine Hälfte digital weniger erreicht ist und die andere ist digital gut erreicht. Mhm. Das heißt, alle Indizes, die wir haben, die vier, die ich gerade aufgezählt habe, kommen dann in einen Topf und dort wird dann berechnet, wer ist digital affin oder wie hoch ist der Digitalisierungsgrad, und das kann man dann hochrechnen auf die gesamte Gesellschaft. Jetzt und hast du gerade gesagt, Frauen und Menschen mit einem niedrigeren Bildungsgrad. Genau, Ältere. Das hätte ich eigentlich vermutet, dass es einfach eine Zweiteilung gibt in, keine Ahnung, Ü60 und U60. Ja. Auch, das ist auch erkennbar anhand der soziodemografischen Daten, dass wir eben halt sehen, dass Leute ab 60 wirklich einen sehr geringen Digitalisierungsgrad haben. Und was wir eben halt auch erkennen, sind Leute auf dem Land. Leute auf dem Land haben natürlich auch einen geringen Digitalisierungsgrad. Und so können wir dann schon mindestens etwas herausfinden, wie die Segmentierung in den soziodemografischen Daten ist. Und dann gibt es natürlich dann daraus aus den Erkenntnissen auch bestimmte Nutzertypen, die wir einordnen, von angefangen smarten Mobilist, so, wo wir eben halt sagen, das ist so ein kleiner Nerd wie ich, der irgendwie die ganze Zeit nur am Handy hängt, bis hin zum häuslichen Gelegenheitsnutzer, der eben halt in einen Ein-Personen-Haushalt... Klingt wie ein Straftatbestand. der Ein-Personen-Haushalt hat, der eben halt älter ist und manchmal eben halt im Internet rangeht. Mhm. Das ist halt der Digitalisierungsgrad, und da haben wir dann eben halt also die erste grobe Unterscheidung, dass 77% Zugang zum Internet haben, 20% sind immer noch Offliner, und da gibt es dann eben halt auch im Deep Dive auch nochmal ein paar Kriterien, wo wir herausfinden können, was ist der Grund für das Offline-Sein. Und dieses Offline-Sein ist ja das, was uns heute Abend interessieren wird. Ich denke mal,
größtenteils sprechen wir über die gewollte, das gewollte Dasein ohne Netz. Was ist mit den 20%, die du gerade genannt hast? Sind die gewollt, bewusst, ich brauche das nicht offline, oder ist das halt, weil die hinter den sieben Bergen wohnen und da kein Netz hinkommt? Ja. Wie bei allen Studien ist es auch hier wieder ja, und es kommt drauf an. Bei den 20% haben wir herausgefunden, dass ungefähr 66% sagen, dass sie sich mit anderen Medien auseinandersetzen, und die reichen ihnen. Also Print, TV, Radio beispielsweise. Mhm. Die nächste Kategorie ist so, dass ihnen Freunde helfen, Familie helfen, alles, was man mit dem Internet machen muss und machen sollte. Dann sagen 66% durchaus, interessiert mich nicht, also Internet interessiert mich nicht. Mhm. Und viele haben Angst und haben Sicherheitsbedenken. Das ist so ein der. Kannst du das gewichten? Also wie viele sind einfach happy offline und wie viele sagen, weil Das sind jetzt wirklich die Offliner, und das sind die Gründe dorthinter. Mhm. Wir haben bei allen Onlinern haben wir aber tatsächlich, das kommt drauf an, bei allen Onlinern haben wir auch gefragt, ob sie sich mal in Zukunft bewusst offline, also offline schalten, sich selbst nicht, aber dass sie eben halt offline sind. Und das haben wir das allererste Mal gemacht, jetzt in der Studie 2015. Da haben wir herausgefunden, dass eben halt 23% sagen, ja, ich möchte in Zukunft stärker offline sein. Mhm. Und da sind es aber überwiegend die Leute, die eh sehr skeptisch gegenüber dem Internet eingestellt sind. Mhm. Wenn ich jetzt so einen smarten Mobilist habe, so, der sagt, der kommt vielleicht so, der fühlt sich vielleicht doch ein bisschen eher unter Druck gesetzt, und der sagt so, okay, ich brauche mal eine Urlaubszeit oder ich suche mir ein Hotel aus ohne WLAN. Und der sagt dann eben halt sehr, sehr bewusst, okay, ich bin dann eben halt offline. Mhm. Okay, vielen Dank jetzt erstmal für den Zahlensalat. Jetzt würde mich natürlich die Bewertung interessieren. Findest du, es ist eine gute Quote, also 20% Offliner und knapp 80% Onliner? Gut oder schlecht würde ich jetzt nicht sagen, aber mich interessieren schon die Gründe. Weil wenn wir uns einen Blick in die Zukunft wagen, dann glaube ich, dann ist es d'accord, dass wir uns mit der Digitalisierung auch in Zukunft viel stärker auseinandersetzen müssen. Das, was wir erleben in der Digitalisierung, ist diese zwei Welten von analog und digital viel miteinander verschmelzen. Die Lebensbereiche, alles was digital ist, verschmelzt eben halt einander. Was wir so 95 noch gesagt haben, ich gehe mal online. So, das ist, ich finde das total faszinierend. Also, dass man auch sagt, ich gehe online, ich betrete eine ganz neue Welt, ist heute eben halt nicht mehr. Heute ist dieser Satz, ich gehe offline, tatsächlich eben halt viel stärker in den Köpfen eben halt verankert. Und jetzt lass uns mal 5 Jahre in die Zukunft gucken. Und digital ist mehr als nur die eine reine Kommunikation. Digital ist mehr als nur E-Mail, Facebook und Google. Digital ist eine Lebenswelt, wo wir unmittelbar und mittelbar damit konfrontiert werden. Das fängt an bei der Verwaltung, dass eben halt die gesamten Prozesse dort eben halt digitalisiert werden. Fängt an bei normalen Einkauf, es fängt an bei digitalen Services, hört auf beim Smartphone. Das heißt, wir sind in allem, was wir tun in unserem Alltag, damit eben halt konfrontiert. Ihr merkt, es spricht der Preacher-Man. Okay, vielen Dank erstmal für den Sockel, auf dem wir dann jetzt im Folgenden tanzen. Jetzt aber mal zu Digital Detox, Nele, da würde ich dich gerne fragen. Also entgiften, ist das Netz denn giftig? Wieso brauchen wir Detox? Ja, das habe ich mich auch gefragt bei der Vorbereitung. Gibt es vielleicht einen Smoothie gegen Digitales oder so? Sicher. natürlich erstmal nicht. Also dieser Begriff ist sicher auch eher so eine, kann man vielleicht sagen, irgendwie ein Branding für so eine Art Lifestyle-Gefühl oder sowas, würde ich mal sagen. Ja, Digital Detox Camp und so weiter ist jetzt auch nicht gerade vor Monaten entstanden. Würde ich nicht sagen, aber ich glaube schon, und das ist ja auch etwas, was aus euren Studien hervorgeht, aber auch eben auch aus anderen, dass Leute, die quasi abgeschnitten sind vom Netz aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch, weil sie es sich gar nicht leisten können, also was du jetzt nicht gesagt hast, aber ein Drittel der Einkommenshaushalte unter 1.300 netto, die können sich das faktisch einfach auch nicht leisten. Also das vielleicht nochmal als ein Grund für unfreiwilliges Offline-Sein. Nee, aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass viele der Menschen, die tatsächlich auch den Weg bis jetzt nicht ins Digitale gefunden haben oder zu bestimmten Anwendungen im Netz, dass die teilweise eben auch Ängste davor haben oder das als was negativ Besetztes sehen. Ne? Die haben irgendwie Angst vor einer Anonymität, die da stattfindet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das eine, was vielleicht als toxisch wahrgenommen werden kann. Ich glaube, es gibt auch viele Ereignisse, also wenn wir so an Online-Belästigung, Online-Harassment und so weiter denken, da hat Digitalkommunikation tatsächlich auch eine toxische Wirkung auf Menschen. Also das ist vielleicht nochmal ein Grund, wobei ja Leute die Offliner wahrscheinlich gar nicht die sind, die sagen, ich brauche mal ein Digital Detox Weekend. Das sind die ja wahrscheinlich eher die Björn Stechers dieser Stadt.
Ja, klar, aber die erleben ja vielleicht auch in ihrem bekannten Umfeld oder mit Familien und Freunden vielleicht auch schon, glaube ich, so einen gewissen Disconnect. Ja? Also die würden sich dann vielleicht auch eher mal wünschen, Familien-Quality-Time, leg doch mal das Handy weg und so weiter. Also ich glaube, das kann auch schon zu Reibungen führen. Also ich habe jetzt mit einem Bekannten gesprochen, der hat sich quasi mehr oder weniger aus einem Streit von seiner Freundin getrennt, der daraus resultierte, dass sie ständig auf einer Urlaubsreise ständig auf Facebook Fotos postete und er sie darum gebeten hat, mach das doch mal nicht. Ja, ich will hier irgendwie eine Intimität haben. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen ganz stark davon abhängig, wie welchen Wert oder wie bewerte ich diese Art von Kommunikation. Und ich glaube, gerade so bei diesen Leuten, die offline sind, die nehmen das auch stärker über die Medien noch wahr. Ne? Die sehen dann nur irgendwie Facebook-Partys, oh Gott, da kommt die Polizei oder da bricht jemand in mein Konto ein. Da kommen dann immer diese Hacker-Bilder, die immer sehr lustig sind, jemand vom Computer mit der Skimaske. Also das sind ja alles so Diskurse, sag ich mal, die auch Ängste schüren und die aber total diffus sind. Ne? Und diese Leute, glaube ich, haben da auch irgendwie eine romantisierte Vorstellung davon, was ihr Real Life analog sozusagen darstellt, ja, oder was das bedeutet. Also da gab es einen schönen Text, wo es darum ging, naja, das ist wie jemand sagt, ein geschriebener Brief ist halt viel schöner und was viel Besonderes als eine E-Mail. Vielleicht kann man dem zustimmen auf eine Art, wenn man so an Spam-Mails und sowas denkt. Aber diese Romantisierung ist vielleicht auch ganz klar. Aber da möchte ich dich schon auch gleich überführen und zitieren, was du uns vervollständigt hast. Wir haben im Vorfeld 2 Sätze ausgegeben und die Diskutanten gebeten, die zu vervollständigen. Und eine Vorgabe war für euch alle 3, im Digital Detox Camp würde ich, und du, Nela, hast gesagt oder geschrieben, mal wieder ein Buch lesen oder eins schreiben. Da höre ich ja schon auch eine Prise Sehnsucht raus, oder? Ja, ich frage mich nur, ob ich noch in der Lage wäre, ein ganzes Buch auf Papier zu bringen. Also meine Handschrift hat definitiv gelitten. Ich glaube, es ist eher so, ich bin tatsächlich auch ein Digital-Junkie, würde ich so sagen. Ich kann nicht ohne irgendwie WLAN-Connection leben. Aber ich habe schon auch Zeiten, wo ich genötigt bin, offline zu sein und merke schon auch, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftige. So, ne? Also vorhin hatte das ja... war hier das Lob der Langeweile und was es für andere Dinge auch auslöst und eine andere Auseinandersetzung mit Welt. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe gesagt, ich würde ein Buch lesen. Ja, das wünsche ich mir schon lange, aber es ist auch faktisch ein Medium. Ja. Also vielleicht würde ich mich auch noch mal eine Stunde länger hinsetzen mit Familienmitgliedern oder mal irgendwie länger kochen oder so. Sachen, die ich aber eh tun würde und dann vielleicht unter Begleitung von einem Podcast, den ich regelmäßig höre oder Musik. Ne? Mich würde also aber noch interessieren, welches Buch würdest du schreiben? Worum ging es da? Was wäre es? Was für ein Genre? Leider auch meine Dissertation. Also dann doch wieder ganz pragmatisch. Naja. Ich dachte, meine, jetzt kommen irgendwie, ich arbeite an HIQ oder... Ja, ich, keine Ahnung, fiktional ist es mir völlig verloren gegangen auf eine Art, zumindest in nicht digitalen Zusammenhängen. Aber ganz ehrlich, ich glaube schon auch, das sind ja auch legitime Gründe, mal zu sagen, ich schotte mich komplett ab. Ne? Also das würde ja auch jeder Autor bestätigen, ja, der irgendwie erstmal ganz viel Input in sich aufnimmt und ob der jetzt mir nun hier begegnet oder ob es in digitalen Medien ist. WhatsApp zum Beispiel nutze ich nicht, da hätte ich nämlich genau vor diesem Phänomen Angst, dass die ganze Familie auf einen einprasselt. Aber diese Inputs sozusagen, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ja, dass viele Leute einfach tatsächlich von dieser Informationsflut überfordert sind, dass es Stress in ihnen auslöst, dass es teilweise auch richtig Ängste daraus resultieren. Und dann ist es natürlich ein ganz legitimer und vernünftiger Schritt, mal zu sagen. Und an der Stelle kommt Kathleen ins Spiel, genau. Wenn die Leute gestresst sind und sagen, raus hier, wo geht's hier raus? Offlinesnet heißt die Agentur, für die du unter anderem arbeitest, habe ich schon gesagt. Und ihr arbeitet, habe ich dieser Homepage entnommen, an digitaler Balance. Wie sieht die aus? Was wird ausbalanciert? Es gibt dort von Offlinesnet Workshops, die direkt im Outdoor-Bereich stattfinden. Und oder Zielgruppe wären größtenteils wirklich Unternehmer, die viel mit Medien zu tun haben, mit Smartphones, mit dem Internet. Und da werden wirklich gezielt Outdoor-Touren organisiert. Man geht durch den Wald, bewusste Wahrnehmung von Natur, von Tieren meinetwegen. Und
dass man halt wirklich auch, sag ich mal, die Kopfkamera trainiert. Ja, also es gibt ja, wir sind ja auch ein Medium, wir Menschen sozusagen, und dass man einfach danach reflektiert mit dem, was habt ihr eigentlich alles wahrgenommen? Mhm. Ohne ein Gerät dabei zu haben. Ja? Kannst du uns den prototypischen Bucher dieser Workshops mal beschreiben? Welches Geschlecht hat der, wie alt ist der, was macht er beruflich? Ja, ich würde sagen, er ist in der Karrierephase, Mitte 40, arbeitet in einem großen Unternehmen und hat ständig E-Mails im Posteingang, hat ein Smartphone in der Hand und hat auch den Zwang, ständig aufs Handy zu gucken und auf seine E-Mails zu antworten oder auf seine Nachrichten zu antworten. Und genau, und der möchte einfach jetzt eine Pause davon, eine Auszeit. Ja, ich möchte es aber jetzt nicht Detox nennen und ich möchte es auch nicht Entschlackung nennen, weil ich das ziemlich schwierig finde, mit Krankheiten irgendwie zu verbinden. Also das ist ja auch eine Begrifflichkeit, darüber sollten wir vielleicht auch mal diskutieren. Geht es dem um die Auszeit oder versucht er was zu lernen oder die was zu lernen für die Zeit danach? Oder geht es nur um so Wellness? Nee, es geht nicht nur um die Auszeit. Es geht erstmal darum, eine Einkehr zu bekommen, eine Einkehr ins Innere sozusagen und danach und in dem Workshop zu reflektieren, wie kann man dann das in seinem Arbeitsalltag wieder integrieren? Welche Methoden kann ich jetzt anwenden, damit ich nicht ständig meine Nachrichten beantworten will oder auf Zwang E-Mails beantworten will? Mhm. Und da gibt es sicherlich, das wenden auch viele Unternehmen schon an, dass man sagt, okay, in einer bestimmten Zeit kommen keine E-Mails mehr in deinen Posteingang. Mhm. Zum Beispiel. Und das wird dann sozusagen regelmäßig angewendet. Und okay, das muss aber die Geschäftsführung implementieren. Das muss die Geschäftsführung implementieren, genau. Wir ziehen 18:30 den Stecker. Was kann der Mensch, der aus diesem Waldspaziergang hervorgegangen ist, denn selbst machen, tun, lassen? Selber vielleicht eine Bestandsaufnahme machen, erstmal schauen, wie oft gucke ich dann aufs Handy, wie oft schaue ich dann meine E-Mails an und zu schauen, dass man dann einfach sagt, ich möchte geregelte Zeiten, in denen ich also in einer Stunde am Tag meine E-Mails anschaue und danach lasse ich das einfach. Und dann muss der Gegenüber sozusagen, also es ist ja auch eine Frage des Gegenüber, dass der akzeptiert, dass er jetzt erstmal einen Tag oder zwei Tage braucht, bis die E-Mail beantwortet wird. Das ist ja immer so ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Also nochmal zur Frage. Sender und Empfänger. Zur Frage, wie oft am Tag mache ich das denn überhaupt nach einer Studie der Humboldt-Uni? Blöderweise habe ich mir das Jahr nicht aufgeschrieben, ich glaube aber 2014. Die haben genau mit der Klientel gearbeitet und eine Studie angefertigt und gesagt, durchschnittlich 63 Mal am Tag nehmen die das Handy zur Hand, jeweils für 2 Minuten und 49 Sekunden im Durchschnitt, also mit einem Strich drunter fast 3 Stunden am Tag, um nur mal schnell eben dies und das zu tun. Jetzt hast du uns auch den Satz vervollständigt, im Digital Detox Camp würde ich, und hast gesagt, als Coach mit meinen Teilnehmerinnen einen Waldspaziergang machen, mit ihnen Wahrnehmungsübungen durchführen und sie zum Schluss ihre Kopfbilder nacherzählen lassen. Mhm. Und ich fände es jetzt schön, wenn du hier mit einem, die haben sich ja beide schon geoutet als Leute, die den Stecker lieber nicht ziehen, wenn du vielleicht mal mit Nele eine Wahrnehmungsübung machst und Björn dann ein Kopfbild zeichnen lässt. Ach so, oder muss das diese eine und dieselbe Person? Ich kann das auch mit beiden zusammen machen. Okay. Okay. Und zwar, wir müssen beide aufstehen. Und genau, und du müsstest deine Augen zumachen und du müsstest hinter ihr stellen, Entschuldigung, und dann müsstest du ihre Hand musst du deine Hand auf ihre Schulter packen, genau, und dann müsstest du entscheiden, was du für eine Aufnahme machen willst. Also du musst sie zum Bild schicken, sozusagen, was du aufnehmen würdest, und dann, wenn du das Bild hast, ziehst du an das Ohrläppchen, ziehst es runter und dann macht sie die Augen auf. Und dann sieht sie das Bild, was du sehen würdest, sozusagen, im Raum. Genau, okay. Also du guckst dir irgendwie ein Motiv aus. Und Nele ist die Kamera quasi. Nele ist die Kamera, genau. Okay. Genau, Ich führe sie dann dir das Bild. Ich genau. Führe sie dann rum. Und danach erzähle ich weiter. Okay. Nele, haben wir dich gefragt, ob du das überhaupt willst? Ich fasse jetzt ans Ohr, also nicht wundern. Okay. Okay, was siehst du? Jonas. Wolltest du das auch fotografieren? Ich fand das Mikrofon da oben ganz spannend. Okay.
gut, genau. Genau, vielleicht führst du sie doch mal direkt zum Motiv, noch mal, also ein bisschen näher ran. Okay. Ja, genau. Das ist okay. Übrigens ein Digitalkontakt, ja, den ich gesehen habe. Aber gibt es auch in echt? Mhm. Sogar in echt. Hätte ich das geahnt. Okay. Da, jetzt. Okay, was siehst du, Hele? Auf Augenhöhe den Ständer eines Mikrofons. Ja. Okay, das wolltest du auch zeigen, ne? Oder so einigermaßen? Ich wollte schon ans, ein bisschen näher an die Box jetzt ran, aber ich merke auch, dass ich natürlich eine ganz andere Augenhöhe habe. Genau, also, ja, also aus der Übung kommt halt, aus der Übung kommt erstmal hervor, ihr habt beide eine unterschiedliche Wahrnehmung. Ja. Ja. Du hast sie jetzt sozusagen so einigermaßen dahin geführt und ihr habt auf jeden Fall erstmal zusammengearbeitet und diese Übung soll halt zeigen, dass du sozusagen ihr deine Welt zeigen willst, also deine Bildwelt, und du hast jetzt deine Bildwelt damit erklärt, und das soll sozusagen so anregend sein, dass beide sozusagen über ihre Wahrnehmung auch sprechen. Ja, was hast du wahrgenommen, was hat sie wahrgenommen? Ja? Das ist anregend? Bestimmt nicht. Nee, ich meine jetzt nicht anregend jetzt in dem Sinne, also hinsetzt, damit die Kamera und die Kollegen auch noch was wahrnehmen können von euch und nicht nur drei Stimmen aus der Ecke. Also dass man die Wahrnehmung, dass man in dem Moment die Wahrnehmung vergleicht, weil jeder nimmt das ja auch anders wahr, und damit wird sozusagen die Wahrnehmung auch geschult, sozusagen von den einzelnen Bildern. Okay. Und wenn man dann sozusagen, beide haben ja automatisch, wenn ich die Frage, was seht ihr, die Möglichkeit genau zu beschreiben, was habt ihr gerade gesehen. Und das ist natürlich auch, also wie du gerade sagst, vielleicht ein digitaler Kontakt, aber es ist auch ein analoger Kontakt. Und ich glaube, man muss da genau die Mitte finden bei diesen Wahrnehmungsübungen, bei den Projekten, die man mit Teilnehmern durchführt. Ja, weil, also es ist ja, ich kann mir das jetzt in der Natur zum Beispiel auch nochmal was, vielleicht ein bisschen attraktiveres Bildmaterial so vorstellen. Um das vielleicht ist nicht persönlich zu nehmen? Nee, also wirklich nicht. Das tut mir jetzt ein Publikumsbeschimpfung auch mal gut, um offline zu gehen für manche. Nee, ich finde das ganz spannend, weil ich komme tatsächlich auch so ein bisschen aus der Theater, freien Theaterrichtung. So, ne? Also mir sind so Übungen vertraut, und ich glaube, da hat man schon Möglichkeiten durch solche Übungen. Ja? Wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt einfach mal so ein Shutout, oder ich muss mich einfach mal zurückziehen. Das hat, glaube ich, viel auch mit so Bewusstsein den eigenen Bedürfnissen gegenüber zu tun. Ne? Und ich glaube aber auch, und das ist halt ein bisschen, das hattest du auch schon angesprochen, gerade über dieses Klientel, mit dem ihr da viel arbeitet, man muss sich das faktisch auch leisten können. Ja? Und eine Firma muss sich das auch leisten können, zu sagen, wir machen das, regeln das jetzt so und so. Das ist natürlich auf lange Frist, langfristig viel sinnvoller sein kann, genau solche Schulungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen, um eben irgendwie sowas wie ein Burnout oder irgendwie nur stressbedingte Krankheiten und so weiter runterzufahren. Lass mich da nochmal reingrätschen und vielleicht an euch alle drei die Frage, weil du gerade gefragt hast, ein Unternehmen muss da auch Bock drauf haben und muss es am Ende auch lönen, wenn ihr die Rechnung geschrieben habt. Ist das so was für die digitale Oberschicht, also um bei diesen ganzen anderen Trend- und Detox-Themen zu bleiben, die Leute, die sich auch Chiasamen kaufen können? Also ich würde es halt, wie gesagt, oder vielleicht ein Pferd fürs Büro, ne? Tiere hattest du erwähnt, ein Pony vielleicht, kleines. Nee, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall auch erstmal ein Lifestyle-Phänomen ist in vielen Bereichen, sicher nicht überall. Ja? Also wenn wir zum Beispiel über einen Umgang mit digitalen Medien in Schulen reden, da ist es ja auch irgendwie schon eine andere Reglementierungsform. Ne? Da hat man, glaube ich, klar gesagt, was... hat nochmal andere Hintergründe, aber da ist es ja schon irgendwie stärker. Aber ich glaube schon, wie ich erwähnt hatte, dass man sich das auf eine Art auch leisten können muss, sozusagen. Also wir drängen ja in die Digitalisierung voll rein, aller Lebensbereiche, die Verschmelzung von privaten und beruflichen Aktivitäten wird immer enger und verzahnt sich immer stärker. Im Fernsehen käme jetzt hier so eine Bauchbinde mit Verweis auf unseren digitalen Salon zum Feierabend 4.0. Ich muss das jetzt hier so quasi händisch reinschaufeln. Das war dann ja auch so verabredet. Dann lass mich doch noch mal kurz zu Kathleen springen mit der Frage nach dem, der es am Ende bezahlt und was der damit bezwecken möchte und für eine Motivation damit verbindet. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Goodie, ich buche euch mal, wenn es meiner Firma gut geht. Ansonsten behellige ich meine Mitarbeiter irgendwie 364 Tage im Jahr und an einem Tag dürfen sie bei euch so ein Wald-Workshop machen. Ist das deine Erfahrung oder sind das total reflektierte Leute, die dann da auch irgendwie was checken für den Rest des Jahres?
Also sicherlich muss derjenige, der das entscheidet, ein hohes Reflexionsvermögen haben, um zu erkennen, dass wenn Mitarbeiter ständig in ihrem Arbeitsprozess unterbrochen werden, dass die auch nicht mehr produktiv sind auf längere Sicht. Und wenn derjenige das sieht und dieses Reflexionsvermögen hat, gehe ich schon davon aus, dass dann solche Workshops auch Sinn machen für das Unternehmen. Also dass sie das auch denkt oder auch danach entscheidet. Also das ist, glaube ich, schon mit Reflexionsvermögen verbunden. Okay. Da muss schon eine Aufklärung vorher stattgefunden haben und mit dem Unternehmenschef vielleicht auch einfach auch ein Gespräch stattgefunden haben. Vielleicht, wenn das jetzt selber nicht versteht, aber ich glaube da, ja. Das, okay, genau. Dem Björn geht dieses Reflexionsvermögen leider total ab. Nö, überhaupt nicht. Nee? Ich finde das, letztendlich ist es ja nichts anderes, als wenn man Führungskräftetraining macht. Wenn man ein Training in guter Kommunikation macht, in analoger Kommunikation, was ist es in dem Kontext, dass ich lerne, meine Bedürfnisse auszusprechen, sie zu formulieren, zu reflektieren, wie ist mein Verhalten gegenüber anderen. Das wird jetzt nochmal erweitert, bloß im digitalen Raum. Das heißt, dass wir lernen müssen, was sind unsere digitalen Bedürfnisse. Also das heißt, zu lernen, möchte ich eben halt abends noch E-Mails beantworten, ja oder nein. Und die Kunst ist jetzt eben halt in dem Arbeitskontext, dass die Führungskräfte diese digitalen Bedürfnisse auch in ihren Prozess, Arbeitsablauf und auch Führungsverhalten eben halt mit übernehmen. Okay, dann möchte ich aber doch zitieren, was du uns geantwortet hast auf die Frage: Im Digital Detox Camp würde ich, das eine hast du gerade angesprochen, die Frage nach der adäquaten Kommunikation. Top 1 war nervös sein, ob es dort WLAN gibt. Und immerhin Punkt 3, meine Erlebnisse in einem Blog mit anderen teilen wollen. Ich habe da für mich schon draus gelesen, du sagst, also das ist was für Leute mit Vollmeise, für mich nicht. Nein, das war schon sehr, sehr provokativ gemeint. Weil man natürlich das mitschwingt, so dass diesen Mainstream, also dieses Mainstream digital, was wir gerade irgendwie alle erleben, ist so ein bisschen wie, ich möchte jetzt laktosefreie Milch trinken oder ich möchte jetzt unbedingt vegan essen, ohne es jetzt irgendwie zu bewerten. Aber man muss eben halt so erstmal so gegen den Mainstream sein. Das heißt erstmal wirklich bewusst offline zu gehen. Damit das aber eben halt nicht in spaßiger abgeht, sondern dass es eben halt darum geht zu sagen, wie können wir die Bedürfnisse einander austarieren. Jetzt haben wir eine Zeit erlebt, wo eben halt alles sehr, sehr schnell gehen muss, wo wir mit Smartphones gelernt haben, umzugehen, wie wir sie auch sehr, sehr pubertär auch benutzt haben, nach dem Motto, ich muss irgendwie alles machen mit meinem Handy und ich muss eben halt überall hinlegen. Fangen wir jetzt an zu lernen, aus der Pubertät herauszugehen, zu sagen, was bedeutet digital wirklich für mein Leben? Und dieses Reflektierende. Und das ist genau das, was das Detox Camp dann auch bietet, zu sagen, okay, jetzt einmal kurz mal einen Schritt zurück und dann zu sagen, okay, was bedeutet das Digitale für mein Leben? Und da ist es erstmal gut, auch wieder kurz beim Null anzufangen und zu sagen, okay, jetzt versuche ich mich sehr reflektiert und langsam mich mit diesen digitalen Medien, mit der Digitalisierung insgesamt auseinandersetzen und zu fragen, was bedeutet das für mich? Ein Ziel zu haben, wirklich herauszufinden, was ist der Nutzen für mich daran? Und das ist eine banale Frage, aber da steckt sehr viel hin. Was ist wirklich der zentrale Nutzen dafür, dass ich dieses Gerät in meiner Hose habe? Wärst du ein Kunde für so ein Camp oder brauchst du das nicht? Ich bin für jeden Spaß zu haben. Okay, also jetzt betonst du ja doch wieder die spaßhafte Seite. Nee, es ist spaßig und es ist aber auch gut, es ist reflektierend. Ich gehe heute nach Hause und sage so, okay, ja, das war spannend, okay, ja, ich habe eigentlich eine ganz andere, nicht böse gemeint, jetzt eine Augenhöhe und ich habe es nicht geschafft, eigentlich dir das Bild zu geben oder das Bild zu zeigen, was ich vor Augen hatte. Mhm. So, und das ist eben halt nochmal so reflektierend zu sagen, okay, wie muss ich eigentlich mit meinen Bedürfnissen umgehen, wie muss ich mit anderen kommunizieren, damit sie genau das verstehen, was ich eigentlich vielleicht auch ausdrücken möchte. Mhm. Das macht Spaß, es muss Spaß machen, so ein Detox-Camp, so eine Workshop, es muss einen Spaß machen, damit ich da eben halt auch in Berührung komme und dann eben halt auch für mich eben halt selber auch eine Reflexion finde. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, die Hälfte der Träger eurer Initiative sind Unternehmen, also die Großen aus der IT-Branche, aus der Kommunikation. Denkst du, das wäre was die ihren Mitarbeitern angedeihen lassen wollen oder ist da nicht dann doch eher das vorherrschend, was die Bitkom in der Umfrage ermittelt hat, dass die Arbeitgeber durchaus wollen, zu einem ganz großen Teil, über 70% wollen, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin rund um die Uhr erreichbar ist?
Wir gehen das Thema schon an und überlegen, was hat das für gesellschaftliche Implikationen. Wir sind ja breit aufgestellt, wir haben Unternehmen, wir haben gesellschaftliche Akteure, Bundesverbände, alle mit drin, alle, die eben halt mit der Digitalisierung in Berührung kommen und versuchen vorwettbewerblich eben halt über bestimmte Themen zu debattieren. Wir gucken, was ist der Status quo, wo ist die Sichtweite, wo wir gerade aktuell stehen und wo müssen wir Debatten anregen. Wo wollen wir als D21 diese Debatte auch moderieren, begleiten und anzustoßen. Jetzt das Thema beispielsweise auch digitale Ethik, um zu sehen, okay, was braucht die Gesellschaft eigentlich als Kit, um diese zwei Welten besser zueinander zu bringen. Und das Gleiche eben halt auch bei dem Thema digitale Arbeit und was muss in der Wirtschaft passieren, damit Leute die Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt, erkennen und für sich nutzen wollen. Das ist das Ziel der D21, nicht einfach rauszugehen, alle müssen online sein, sondern zu befähigen, die digitale Kompetenzen der Gesellschaft mitzugeben, damit sie selber in der Lage bin, digital selbstbestimmt ihre Gesellschaft und ihr eigenes Wirken in Arbeitswelt, Privatwelt und im Kontext der Gesamtgesellschaft einordnen zu können und sich auch zu bewegen zu können. Okay, jetzt seid ihr alle drei, denke ich mal, wenn wir es zusammennehmen, drei ganz reflektierte Leute. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass eure Nachtruhe zu kurz kommt, weil ihr denkt, ihr müsst auch halbstündlich nächtens noch gucken, was da los ist. Ich möchte aber hier mal was anderes reinzitieren oder jemand anderes reinzitieren. Hier das Qualitätsblatt Fokus Ende April, Ressort Wissen und Gesundheit, zitiert in so einer großen Story, weil das Thema fand ja jetzt überall statt, Elena Schor, 20 Studentin, die da sagt, ich schaue eigentlich alle 5 Minuten auf mein Handy. Wenn es neben mir liegt und das Display bei einer neuen Nachricht aufblinkt, bekomme ich richtig Herzrasen. Das bereitet mir große Probleme. Ich lerne nicht konzentriert, sondern lasse mich ablenken. Und weiter unten, der Druck macht mich ganz kirre. Momentan habe ich durch meinen Umzug keinen WLAN. Das tut mir gut. Also eine Frau, die eben ähnlich wie Benedikt auch nur zum Glück geprügelt werden kann, weil sie selber nicht findet, wie sie rauskommt aus den Verheißungen und kleinen Belohnerlis, die ich da bekomme. Wie kommst du an die Leute dran, Kathleen, oder gar nicht, weil die sich nicht bei dir melden? Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt im Bereich Medienabhängigkeit noch keine Workshops angeboten, aber ich kann trotzdem was dazu sagen. Also ich glaube, ich würde da jetzt nicht so ansetzen, dass ich frage, warum nutzt du das Handy so oft, sondern ich würde eher fragen, beziehungsweise ich würde natürlich fragen, warum nutzt du das so oft, aber nochmal ansetzen, gibt es vielleicht auch anderweitig Probleme? Also ist es vielleicht eher eine Kompensierung dessen, warum guckst du immer ständig drauf oder warum musst du zwanghaft immer so häufig auf das Handy gucken? Da muss es ja andere Gründe gehen, da muss ja persönliche Gründe dahinter stecken oder auch Alltagsgründe sozusagen. Also das sollte man mit betrachten. Ja? Also nicht nur auf die Mediennutzung eingehen, sondern auch irgendwie eine persönliche Bestandsaufnahme mit demjenigen besprechen. Also ich habe viele solcher Statements jetzt gelesen, weil es wie gesagt jede Menge Reportagen dazu gab und mein Gefühl zumindest war, dass ich häufiger von Frauen lese. Mhm. Du hast vorhin eingangs gesagt, Björn, dass Frauen eigentlich bei der Digitalisierung eher die rote Laterne tragen, wenn man es jetzt nach den Geschlechtern aufteilt. Mein völlig unempirischer Eindruck bei der Lektüre war aber bei diesem andressierten Verhalten, das erinnert ja so ein bisschen an einen Pavlovschen Hund, sind sie ziemlich weit vorne, also belohnen sich selbst, geben sich solche Aufmerksamkeitsleckerli. Ist diese Sucht, um da jetzt mal ein total faschionables Wort zu benutzen, nach dieser Hyperkonnektivität, ist das weiblich? Als du vorhin gesagt hast, wer sich an euch wendet, hatte ich das Gefühl, du sprichst eher vom mittelalten Manne. Das kann man jetzt nicht miteinander verknüpfen. Da gibt es sicherlich jetzt nicht nur die eine Frau, die irgendwie davon abhängig ist. Ich glaube, da muss man mehrere Sachen betrachten, mehrere Faktoren. Also ich würde erstmal den Mensch sehen, nicht irgendwie eine Frau oder ein Mann, sondern wo finden wir diese Verhaltensmuster häufiger? Ach so. Das ist die Frage. Also ich würde schon sagen, wie schon gesagt, also meine Begründung wäre oder mein Argument wäre, dass man auf jeden Fall betrachtet, warum ist der Zwang da? Also das kann man, ich glaube nicht, dass man sollte nicht so eher auf die Häufigkeit gucken, sondern eher darauf erstmal die Begründung finden oder den Grund finden, warum. Du wolltest, glaube ich, noch reagieren auf die Frage nach den Geschlechtern. Ja, ich würde mal einhaken. Mhm. Also auch wenn vielleicht dann Frauen insgesamt das Internet immer noch nach wie vor geringer nutzen, was ja grundsätzlich erstmal irgendwie schade ist,
kann man doch sagen, dass sie viel stärker eben auch in so kommunikativen Tätigkeiten, jüngere Menschen, vielleicht auch eher Frauen, eben so Sachen wie Messenger, WhatsApp, also alles, was eigentlich mit Kommunikation zu tun hat, noch stärker oder schwerpunktmäßiger nutzen. Und das ist natürlich, wir hatten vorhin von Sender und Empfänger geredet, ne? Das ist natürlich eine Tätigkeit im Netz, die Antworten erfordert. Und ich glaube, daraus, aus dieser ganzen Resonanz zu anderen oder ich muss eben mit anderen ins Gespräch führen, kann ich mir schon vorstellen, dass daher stärker dieses Stressgefühl und ich muss jetzt noch antworten oder ich bin jetzt dazu genötigt, irgendwie eine Antwort oder irgendeine Art von Reaktion zu geben. Ja? Oder ich suche und habe das Bedürfnis nach Reaktion. Und da würde ich wieder bei dir einsteigen, zu sagen, was kompensiert denn das eigentlich? Ja? Es ist irgendwie, wenn wir über eine Studentin reden, die vielleicht gerade mit dem Studium anfängt oder irgendwie völlig mit der Prüfungssituation überfordert ist, die sich irgendwie nach einer Ablenkung sehnt oder nach einer Einbindung in soziale Netzwerke und die vielleicht erstmal nicht bekommt vor Ort. Ja, denk mal irgendwie an introvertierte Menschen, denen das schwerfällt und so. Da kann ich mir das schon vorstellen. Also ich habe jetzt interessanterweise, weil du Berichte erwähnst, auf der Republika war ein Talk von einer Frau, die eben unter starken Depressionen leidet und die sich eben ganz klar, ganz allmählich auch abgeschottet hat aus diesem Social-Media-Gebrauch, auch weil sie solche Sachen berichtet hat, weil sie erzählt hat, wie diese ganze Kommunikation und dieses ständiges Nachladen von Twitter oder Facebook oder was auch immer einen riesen Stress für sie erzeugt hat, der eben völlig im Konflikt auch zu ihren Therapieansätzen stand. Also das sind ja ganz legitime Gründe und es ist toll, wenn jemand das so für sich erkennt. Gegenbeispiel war dann ein Mann, der quasi genutzt hat, die Social Media, um mit seiner Depression umzugehen. Also da gibt es auch ganz verschiedene und da sind wir wieder, was ich gut fand, dass du diese Individualebene erwähnst, eben auch mit ganz verschiedenen Fällen sozusagen konfrontiert. Ich selber, und da können wir vielleicht nochmal diese Frage beantworten, ich selber weiß nicht, ob das stärker bei Frauen verbreitet wäre. Ja, es ist ja die Frage, was ist denn das dann eigentlich? Ist es diese Angst, Sachen zu verpassen oder ist es eben tatsächlich kommunikativer Stress oder eigentlich der Stress, irgendwie in ganz verschiedene Communities eingebunden zu sein? Björn, dröselt ihr das nach diesen Fragen hin nochmal auf, eure Zahlen? In den Index nein. Da würde ich jetzt auch vielleicht mit eher so Stereotype antworten. Worten, obwohl mir das so ein bisschen fern liegt. Ich würde das auch unterstützen, was Nele gesagt hat. Vielleicht so eher so diese These in den Raum zu stellen, dass vielleicht Frauen oder auch junge Mädchen eben halt eher so diesen dialogischen Ansatz, kommunikativen Ansatz verfolgen und da eben halt das Internet für sich eben halt als Nutzen sehen, das eben halt genauso Stress verursacht. Jetzt vielleicht bei Kerlen, hätte ich fast gesagt, bei Männern oder jungen Männern, vielleicht eher weniger der kommunikative Ansatz, aber da hat man eben halt die Mediensucht eben halt im Datteln, so im Rumspielen. So. Und da ist es vielleicht eher statistisch größer oder stärker verbreitet. Das kann durchaus immer auch sein. Also sehr, sehr unterschiedlich, nach welchen Stereotypen, was eben halt die Jugend und auch die Geschlechter eben halt für sich als primär Nutzen eben halt sehen, wie das Internet das dann auffängt und wo sich eben halt ein potenzielles Suchtverhalten entwickeln kann. Aber ich würde noch was sagen. Also ich finde, nochmal, ich würde das nicht miteinander verknüpfen. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Zielgruppe, stark gestresste Unternehmer, Mitarbeiter. Ja? Und jetzt reden wir über Frauen oder auch Männer, die sozusagen vielleicht zwanghaft aufs Handy schauen oder ständig abrufbereit sein wollen. Also das ist ein anderer Raum, in dem wir uns da befinden. Also wir reden jetzt über Alltags. Wir versuchen hier verschiedene Aspekte auszuloten. Genau, aber das wurde jetzt miteinander verknüpft. Also ich würde eher sagen, dass man da den Kontext betrachten muss. Also wenn wir über zwanghaftes Schauen auf Handy reden oder über stressbedingte Handynutzung im Unternehmensalltag. Ne? Das ist, würde ich schon mal unterscheiden bei der Diskussion. Also tatsächlich die Frage. Finde ich jetzt schon, also dass man das ein bisschen auseinandernehmen muss. Ich würde das unterstützen, weil die Frage ist doch tatsächlich, begleitet mich das Medium in meinem Leben oder ersetzt es mich? So, das ist die zentrale Frage. So, und wenn es mich ersetzt, dann habe ich auch im analogen Problem, entweder mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Umfeld, whatever, also was da immer für Probleme hinterstecken, dann hätte ich das Problem, genau das gleiche Problem, auch ohne Smartphone. Und das ist eben halt nur ein Symptomersatz. Mehr ist es nicht. So, oder ein Symptomersatz? Oder ein Ersatz dafür, dass ich eben halt mit meinem Leben nicht zurechtkomme und versuche, das damit eben halt irgendwie zu kompensieren. So. Und das kann es durchaus eben halt verstärken, weil ich da eben halt genau diesen positiven Effekt habe, wo ich sage, jetzt fühle ich mich besser, weil ich mein Smartphone in der Hand habe, aber das Problem liegt ganz woanders. Das ist wie in der Medienkompetenznutzung bei Jungen und bei Kindern. Da ist es auch eben halt das Erlebnisse, das Bild, das Hören, also alles, was damit zusammenhängt. Das ist der Reiz, der es ausmacht, aber das ist eben halt dann auch vielleicht auch ein Ausdruck dafür, dass ich eben halt mein Medien
Medienkonsum als Kind mit meinen Eltern teilen möchte, mit meinen Freunden teilen möchte. So, die Frage, begleitet mich das oder ist es ein Ersatz? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Vielleicht habt ihr aber auch noch Fragen zu den unterschiedlichen Räumen, in denen wir jetzt diskutiert haben, oder aber auch Erfahrungsberichte, was bei euch wieso geklappt hat oder nicht. Bekenntnisse, die garantiert nicht unter uns bleiben werden. Du bitteschön. Vielen Dank. Und zwar hätte ich mal eine Frage. Wir reden hier dauernd über den Begriff Medienkompetenz. Wir haben in den Schulen dauernd Smartphones, alle unterwegs, alle immer offline, online und so weiter. Wie könnte ich diese Medienkompetenz in die Schulen bringen? Also Kinder wachsen heute auf mit den Smartphones, das ist praktisch angeboren, mit der Wiege geht's los. Aber wie kann ich dann erklären, wann ist heute das Smartphone da sein, wann sollte es nicht da sein? Sollte ich es beim Essen dabei haben, muss ich mit dem Smartphone ins Bett gehen oder wie lerne ich den richtigen Umgang damit? Das würde mich interessieren. Kathleen, vielleicht bist da auch du. Du arbeitest auch mit Kindern und genau. So genau diesen Fragen auch, oder? Genau, also erstmal zur ersten Frage, Medienkompetenz in die Schulen bringen. Also wir im Medienbildungsbereich, ich habe ja selber Medienbildung studiert und das ist ein Zweig, der sich jetzt in den letzten Jahren etabliert hat, auch in Berlin mittlerweile immer stärker wird. Und Medienbildung ist ja auch im BARES-Kolloquium mittlerweile etabliert. Und genau, es werden jetzt mittlerweile konkrete Medienworkshops angeboten. Und zu deiner zweiten Frage, man könnte zum Beispiel mit Kindern ein Medientagebuch erstellen. Also das heißt, dass sie eine Bestandsaufnahme machen, wie oft nutzt du das Handy, wie oft bist du vielleicht auch auf sozialen Netzwerken unterwegs zum Beispiel. Und was passiert da auch genau? Also dass man das auch simulativ vielleicht nachbildet, was macht ihr da genau? Und darüber dann sprechen. Ja, also wäre ich auch zum Thema Cybermobbing, da bin ich auch viel unterwegs, oder zum Thema Datenschutz. Welche Daten gibt ihr überhaupt von euch preis, dass man vielleicht auch nach Promis sucht und auf Facebook zum Beispiel und dann mal genau reflektieren lässt, welche Informationen hinterlassen die eigentlich oder würdet ihr das selber machen? Würdet ihr selber als Privatperson genauso offen sein? Ja, das sind so ganz viele Methoden und Übungen, die man da machen kann. Du wolltest auch noch mal was sagen können zum Thema Medienkompetenz. Ja, das ist mir gerade, ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Also nicht nur als Vater von zwei Söhnen, die sich eben halt auch die Frage stellen, wie lange darf mein Kind am iPad sitzen und welche Apps soll es eben halt schauen, sondern auch eben halt im Gesamtkontext. Und wenn man diese Diskussion schon seit mehreren Jahren verfolgt, ist es manchmal eben halt doch schon sehr frustrierend oder nüchtern, dass wir im Bildungssystem irgendwie zwei Welten haben, in die analoge Schulwelt und die einen irgendwie die Werte eben halt mitgeben soll. Und dann haben wir aber die digitale Realwelt. Und das ist eben halt das, wo eben halt ein riesen Gap entsteht. Und dann schimpfen wir auf unsere Kinder, wenn sie eben halt die ganze Zeit irgendwie WhatsApp machen und nur auf Facebook sind oder gegebenenfalls nur daddeln, aber eben halt nichts Sinnvolles machen, in Anführungsstrichen. Und genau das ist es eben halt zu sagen, wir brauchen die digitale Bildung verstärkt in den Schulen, die Geräte in den Schulen, aber sinnvoll damit umzugehen. Schöne Sachen wie beispielsweise Geocaching ist so diese Verbindung aus analoger und digitaler Welt, dass ich mir eben halt so Schnitzel, ja, kennt ihr bestimmt, also dass man eben halt mit den Schulklassen... Du machst das super, das macht. Ich muss husten, dann will ich die Aufnahme zerstören. Kein Problem, husten. Könnt ihr mal kurz weiterreden? Ich huste um die Ecke. Also dass eben halt stärker unterstützt wird. Das heißt, wir brauchen die Infrastruktur in den Schulen, wir brauchen auch die Außenweiterbildung von den Lehrern, dass sie sich eben halt kompetent genug fühlen und das hört sich schlimm an, dass die Außenweiterbildung bei den Lehrerinnen und Lehrern vorhanden ist, damit sie eben halt kompetent genug sind und angstfrei und chancenorientiert mit dem Thema umgehen. Und dann brauchen wir natürlich vor allem die curriculare Einbindung. So ein bisschen wie Digitalkunde. Ich bin jetzt nicht so ein Freund zu sagen, jeder muss programmieren. Programmieren muss jetzt die zweite Fremdsprache sein. Kann man irgendwie als Top sehen, aber ich glaube eher so Digitalkunde. Was bedeutet mein eigenes Wirken in einer digitalisierten Welt, in einer digitalen Gesellschaft? Aber das hört ja nicht in der Schule auf. Also genau. Ganz ehrlich, die Medienbildung, die ich meinem Kind anbiete, ist möglicherweise wesentlich besser. Und die besteht dann darin, mal das iPad wegzulegen, woraufhin der Wechsel an die Spielekonsole erfolgt. Nee, aber diese gerade in Mediennutzungs... Also ich würde sagen, wir sind eine sehr medienutzungsaffine oder volle Familie und da gibt es natürlich auch generationale Probleme. Ne? Da gibt es dann genau den Opa, der sagt, so, jetzt gehen wir aber noch mal eine Stunde spazieren und alle so, ja. Also aber das ist auch tatsächlich gesetzt und ich stehe da auch sehr darauf, die rauszutreiben. Das kann man so verkaufen. Aber da sind ja dann auch viele Eltern, die sagen, ah, jetzt leg doch mal das Handy weg und daddeln selber oder sind dann eben wieder in der Nötigung, irgendwie nach dem Abendbrot oder sich irgendwie noch mal an den Computer zu setzen. Also es ist natürlich auch immer ein Spiegel unserer eigenen
Handlungsweisen. Und wenn man jetzt vielleicht als Familie mal vereinbart, ich sehe das zum Beispiel in der Schule genau andersrum, da müsste man endlich mal einen Digitaltag oder so einführen an den Schulen, die ich so kenne, ja? Also um da überhaupt mal auch einen schulischen Umgang damit zu finden, aber dann müsste, in meinem Fall müsste die Familie auch mal einen digitalfreien Tag. Also es gibt Großeltern in der Familie, die haben nicht so guten Netzempfang. Die sind dann manchmal nicht so beliebt, zumindest als Urlaubsort. Aber das erledigt sich vor Ort immer total schnell wieder, ja klar. Ne? Aber erstmal so die Aussicht, dann bestimmte Dinge nicht zu, tun zu können, die einfach Gewohnheiten sind. Es ist ja auch Alltag für viele Kinder und Jugendliche mit Medien umzugehen. Und ich wollte auch nochmal sagen, dass es auch biografisch ist. Also wir reden jetzt zwar immer über viele verschiedene Generationen und so, wir entwickeln uns ja mit unserem Medienhandeln auch weiter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hyperaktive Studierende sind, dann muss das nicht heißen, dass wenn ich dann meine ersten 3, 4 Kinder um mich rum habe, dass ich das nicht auch mal ändern kann. Also Medienhandeln und sicher auch digital oder offline und online Zeiten, die sind ja nicht für immer in der Regel. Ja, also diese Verabschiedung aus dem digitalen Alltag ist nicht für immer, sondern die kann auch ganz klar an Phasen, wie erwähnte Prüfungsphasen, im besten Falle sollte es so sein, sich dann auch mal rauszuziehen, Prüfungsphasen oder bestimmte Lebenseinschnitte, die oder aber auch einfach ja, höhere Gewalt. So eine Anekdote wie eingangs kenne genau. Ich aus einem Bekanntenkreis, eine 13-Jährige, der das Handy abgeraucht ist oder sie hat es verlegt, keine Ahnung. Jedenfalls war sie übers Wochenende nicht erreichbar, hatte danach ein paar hundert WhatsApp-Nachrichten und bat ihre Mutter, ihr wieder oldschool bei eBay Kleinanzeigen so ein Klapphandy zu kaufen, mit dem sie telefonieren kann, weil ihr über das Wochenende eingefallen ist, früher habe ich doch gerne viel gelesen und habe das an dem Wochenende mal wieder gemacht und sie wollte das nicht mehr. Also sprich, manchmal kann so ein Abklingbecken auch einfach, wenn vielleicht vorher die, der familiäre Umgang mit solchen Sachen auch schon mal gelegt wurde, dann doch ganz befreiend wirken. Also ich fand das für eine 13-Jährige, die kenne ich eigentlich nur als die, die ständig irgendwie ans Portemonnaie wollen, um das Neueste und Heißeste und so zu haben, dass dann eine sagt, sie hätte gern so einen Backstein, fand ich so ganz erstaunlich. So, jetzt gibt es 2 Wortmeldungen. Bitteschön. Hallo, ich bin Elle Langer. Ich unterstütze deine Ausführung gerade, weil das ist exakt die Geschichte, die ich erzählen wollte. Meine 17-jährige Tochter war letztes Jahr einen Monat auf Interrail-Tour. Und nach 3 Tagen sind alle Handys kaputt gegangen und sie haben Offline-Erfahrungen gemacht at its best, also sei in Europa unterwegs ohne irgendwelchen Internetzugang oder überhaupt sich wieder zusammenzufinden, wenn man sich verloren hat. Und die Erfahrungen, die daraus zurückgeblieben sind, ist, ich habe 2 Riesenbücher gelesen, also Stephen King, jeder weiß, was das für Schinken sind. Und letztendlich auch diese Knochen, die gar nicht mehr, also man musste nicht mehr irgendwie High-Technical-Handys haben, sondern man ist mit weniger zufrieden gewesen. Inzwischen ist sie wieder da auf dem Level, wo sie war. Aber ich glaube, dass diese Erfahrungen für sie und für die ganze Gruppe extrem wichtig waren. Und deswegen würde ich da für deinen Workshop oder für deinen Kurs auch Mut machen, diese Zielgruppe anzusprechen und diese Detox-Erfahrung mal mitzugeben, ganz bewusst, weil da passiert wirklich was. Also es war wirklich mit ganz vielen Aha-Erlebnissen gekoppelt. Vielen Dank. Damit ist keine Frage verbunden. Ne? Das nehmen wir so als Einwurf. Dankeschön. Alexander Steinhardt von Offtime. Ich habe 2 Fragen. Eine Frage geht so ein bisschen historisch gesehen oder evolutionstechnisch gesehen ist das Internet und das Digitale ja tatsächlich Neuland. Wir haben es jetzt seit 20, 30 Jahren. Menschheitsgeschichtlich ist es einfach so ein Augenblick und wir wissen nicht, was kommt, also wo das hingeht. Und ich glaube, es ist so ein richtiger Anfang. Es geht nicht mehr weg. Wir können nur so ein bisschen zurückschauen, was mit Revolution kam und auch mit Überfluss von Essen, von Suchtmitteln, was es gemacht hat. Und da ist die Frage sozusagen der individuelle Smartphone-Digital-Nutzer tatsächlich reflektierter und selbstbestimmter als der übergewichtige Fastfood-Esser oder Raucher letztendlich. Und das auf einer individuellen Ebene, weil sozusagen auch sehr viel Fokus gelegt wird aufs Individuum. Man kann entscheiden und man kann es bewusst machen oder wenn man es nicht bewusst entscheiden kann, dann ist es doch tatsächlich ein Problem, was man hat, vielleicht krankheitsbedingt oder ist es tatsächlich krankheitsbedingt oder nicht. Und auf einer Meta-Ebene, wenn man Moment, auf die, also ich muss erstmal die erste Frage schnallen. Die erste Frage wäre, kann man das vergleichen mit anderen Wohlstandserscheinungen?
Genau, und auch ob es Individuum Überfluss tatsächlich. In der Konsumgesellschaft. Genau, und ob es in diesem Fall das Individuum tatsächlich reflektierter ist und auch selbstbestimmter sein kann als bei anderen Wohlstandselementen sozusagen mit drin. Und die zweite Frage ist tatsächlich, welche Rolle oder wer würde die Rolle einnehmen, die es bei anderen, bei der industriellen Revolution zum Beispiel gab, die Gewerkschaften, die sozialen Verbände, die tatsächlich den Mensch in den Fokus gesetzt haben und tatsächlich gesagt haben, hey, stopp, das sind die Maschinen, aber es gibt auch den Mensch und wir müssen sozusagen auch eine humanistische Diskussion führen. Und diese Diskussion oder sozusagen diese systemische Rolle, wer würde die heutzutage einnehmen? So langsam entdeckt SPD tatsächlich das Thema ständige Erreichbarkeit und man muss in der Freizeit tatsächlich abschalten. Aber über die Freizeit hinaus, wer bestimmt sozusagen die Digitalisierung von einer menschlichen Perspektive mit? Und wer müsste das einnehmen aus ihrer Perspektive? Okay, vielen Dank. Dann fangen wir vielleicht, so wie du es vorgetragen hast, auch mit der ersten Frage an. Ist dieses ständige Erreichbarsein, ist das so ein Symptom der Wohlstandsgesellschaft und des Überflusses, wie die Tatsache, dass wir permanent, wenn wir durstig sind, was trinken können, dass wir Suchtmittel konsumieren können, dass wir viel und maßlos essen können? Es gibt ja so vielleicht so grundsätzliche Entwicklungen hin. Man nennt das dann in der Medienwissenschaft, Forschung, Kommunikationswissenschaft Mediatisierung. Also dass einfach viele Bereiche unseres Alltags, Berufsleben, also im Grunde alle Gesellschaftsbereiche eben immer stärker Medien durchsetzt sind. So. Das war früher, ja, wenn wir 100 Jahre zurückdenken, vielleicht auch nochmal anders. Nun sind die Geräte noch kleiner geworden, jeder hat sein Persönliches dabei und damit sind natürlich auch eine Vervielfältigung und Ausdifferenzierung von Kommunikation verbunden. So, ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Art von Überfluss oder nicht. Ich möchte das jetzt gar nicht nochmal in diesen Suchtkontext stellen, ehrlich gesagt, weil wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir den irgendwie schwierig finden. Ja. Zumindest aber, was es natürlich zeigt, und du hast Revolution erwähnt, hat einfach die Art und Weise, wie wir miteinander leben, massiv umgewälzt. Und in diesen Umwälzungsphasen findet ja auch Aushandlung statt. Ja, dann müssen wir uns als Gesellschaft im kleinen Kreis, im Familienkreis, aber in der Arbeitswelt, in allen Teilen der Gesellschaft eben auch darüber verständigen, wie wir damit umgehen wollen. Permanente Erreichbarkeit oder ist ja auch nur ein Teil zum Beispiel davon, dass wir immer mobiler werden, ja? Dass wir immer mehr und an verschiedenen Stellen arbeiten, dass wir eine globalisierte Welt haben und so weiter. Und das sind riesenkomplexe Entwicklungen, die damit zusammenhängen. Aber natürlich kann man zum Beispiel an so etwas wie regeln wir Kommunikation zwischen privat und beruflich? Ja? Wann gibt es so eine noch für mich private Zeiten, in denen ich dann eben auch mein Zeug online mache, wie ich das möchte, spielen oder, keine Ahnung, schöne Videos online schauen, kann man ja auch, all diese Dinge. Das sind ja Aspekte oder so kleine Entwicklungen, wo wir auch aktiv selber vielleicht uns einbringen können und sagen können, okay, nee, so wollen wir das. Die zweite nicht. Frage gleich mitbeantwortet oder zumindest die Akteure benannt, ja, die genau diese Fragekomplexe aushandeln. Und Björn, du würdest natürlich sagen, also Icke, ihr seid die Akteure bei D21, oder? Ja, natürlich. wir diskutieren auch gerade die Frage, weil wir eben halt sagen, okay, für uns ist wichtig, dass die Nutzerinnen und Nutzer, also die Akteure in der Gesellschaft, sich selbstbestimmt bewegen. Und dann stellt man sich die Frage, was bedeutet selbstbestimmt? Ist selbstbestimmt zu sagen, ich bin offline und kann dann eben halt alle Services mit den Nachteilen oder mit den Vorteilen nicht mehr nutzen, habe ich einen Nachteil. Ist das auch ein selbstbestimmtes Leben, ja oder nein? Oder ist es eben halt, sagen wir mal, die Grenzen meiner Willkür mit den Grenzen deiner Willkür, wenn man es mit Kant beantworten sollte? Das heißt, selbstbestimmt ist, glaube ich, ein ausdifferenzierter Prozess, der sich eben halt im Rahmen dieser Transformation, auch wenn man dieses Begriff in der digitalen Transformation nicht mal so ganz so hören kann, aber es ist eine Transformation, die jetzt stattfindet, wo eben halt die alte Welt mit der neuen Welt vermischt wird. Was uns fehlt, ist in der neuen Welt, in der neuen digitalen Welt, dass wir auch unsere Normen und Werte nochmal neu anders einordnen müssen. Das heißt, wir sprechen auch immer ganz gerne von so einem digitalen Bauchgefühl. So dieses digitale Bauchgefühl, ich nehme dieses Beispiel ganz gerne immer im Medienkompetenzkontext und sage, wenn wir unseren Kindern mitgeben, ihr seid alle so aufgewachsen, geh nicht mit Fremden mit, ist es eben halt ein digitales Bauchgefühl, eine Norm, klick nicht auf fremde Links.
Das ist eben halt so ein Standard. Wir sind aber damit ganz anders groß geworden. Unsere Kinder wachsen damit eben halt auf. Also diese Ausdifferenzierung dieser Normen und Werte, das findet gerade statt. Und jetzt, das ist eher eine These von mir zu sagen, in der nächsten Welle haben wir dann die digitale Integration. Das heißt, wir differenzieren gar nicht mehr zwischen analog und digital, sondern haben eben halt genau das ausdifferenziert, wo wir eben halt sagen, der humanistische Ansatz ist wichtig. Deswegen müssen wir heute über digitale Ethik reden, um eben halt genau auszudifferenzieren, was bedeuten Algorithmen für uns, was bedeutet autonomes Fahren für uns, was bedeutet die Robotisierung für uns, was sind da für ethische Kontexte, die wir aus der alten Welt in die neue Welt, in Anführungsstrichen, mit übernehmen müssen und was bedeutet das für unsere gesellschaftlichen Normen und für unsere gesellschaftlichen Werte. Aber dieser Punkt, du sagtest, jetzt sind wir quasi an der Schnittstelle, wo ausverhandelt wird zwischen alter Welt und neuer Welt und irgendwann treten wir in einen, ich glaube, du sagtest, in eine Welle, in der das alles integriert ist, in der es unserem Hirn gelingt, das alles zusammenzudenken. Nun ist es aber so, das hattest du ja auch schon gerade angesprochen, dass die technologische Entwicklung wahnsinnig schnell ist. Also während wir hier sitzen und quatschen und die Uhr tickt jede Minute so weg, passieren schon wieder 1000 Sachen, die wir gar nicht auf dem Zettel haben. Also die Technologie rast, das ist, glaube ich, das Empfinden oder vielleicht auch die Angst, die ihr eingangs angesprochen habt. Und unser Verhandeln zwischen all diesen Akteuren und gesellschaftlichen Gruppen ist wahnsinnig zäh und mühselig. Kann man da in irgendeiner Weise einen Ausgleich schaffen? Ich glaube ja, und das ist genau das, was wir in der Debatte jetzt anstoßen müssen, eben halt zu sagen, wenn die Innovationszyklen und Technologiezyklen immer kürzer werden, dass man sich erlauben kann zu sagen, ich muss jetzt nicht dem nächsten Schrei hinterherlaufen und ich muss auch nicht den nächsten Schrei zu verstehen und ich fühle mich trotzdem wohl und ich bin trotzdem integriert in die Gesellschaft. Bedeutet aber, dass ich bin ja nicht allein in der Gesellschaft, dass eben halt alle anderen Akteure wie Wirtschaft und Politik mir aber den Raum und die Rahmenbedingungen geben. Politik, die notwendigen Voraussetzungen, dass eben halt die schutzungswürdig sind, auch über normativ auch geschützt werden und vor allem, und das ist glaube ich sehr, sehr wichtig im Bereich der digitalen Ethik, darüber zu sprechen, welche Verantwortung haben Unternehmen und Gesellschaften Unternehmen und Unternehmen und Konzerne. Gute Güte. Ich weiß nicht. Ihr habt auch alle noch ihr Mikroports. Ja, das ist alles noch. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Welche Aufgabe in der Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung? Nicht mehr nur in diesem Kontext, was so mal in den 80er, 90er Jahren abgehandelt wurde mit Corporate Social Responsibility, sondern wirklich eine wahrhaftige Corporate Digital Responsibility. Das heißt, was bedeutet? Ich habe schon das früher immer nicht verstanden. Also das ist ja also genau das. Du überforderst mich ja jetzt. Was ist meine Wahrnehmung? Was ist meine Aufgabe als Unternehmen im Rahmen meiner Gesellschaft? Welche Verantwortung, welche muss ich wahrnehmen als Unternehmen, vor allem im Bereich der Digitalisierung. Und das ist jetzt, wo wir jetzt anfangen müssen, wo wir darüber diskutieren müssen und wo wir über normative Aspekte selbstverpflichtend Unternehmen in den Diskurs einbinden müssen, damit wir eben halt genau diese Gestaltung der Zukunft haben, wie wir sie uns wünschen. Und zwar eben halt im humanistischen Ansatz, innovationsfokussiert, selbstbestimmt und mit Normen und Werte. Wir, alle, die in der Gesellschaft mit drin sind, das heißt, jedes Individuum für sich im Kontext seines Wirkungsgrades. Das heißt, du und wir, also du und ich zusammen, wir in der großen Gesellschaft, wir, mich als Konsument, mich als Verbraucher, mich aber auch als Akteur, als Bürger einer Gesamtgesellschaft mit seinen Verpflichtungen, dass ich eben halt ein Teil dieser Gesellschaft bin. Wir machen das ja jetzt hier in einem pixikleinen Rahmen, aber die Frage ist ja, wie kannst du das skalieren auf eine Gesellschaft, die auch wieder noch 1000 andere Einflüsse zu verdauen hat und sich permanent entwickelt und verändert, unabhängig von der Digitalisierung. Aber Nele hat jetzt hier die Antwort auf alle Fragen. Ja, ich würde. Wie ist denn das? Braucht Nele auch das Handmikro oder funktioniert das bei ihr noch übers Headset? Ja, okay. Handmikro bitte. ich wollte auch noch mal betonen, wir reden über immerhin noch echt viele Leute, die nicht im Internet sind. So, und ich frage mich dann halt, wie werden die in diesen Diskurs irgendwie mit einbezogen? Also wird man darauf hoffen, dass die vielleicht irgendwann mal wegsterben oder dass nicht noch weniger offline gehen? Also ARD ZDF Online zeigt ja zum Beispiel, dass die Facebook-Nutzung beispielsweise, Community-Nutzung auch zurückgeht und dass die Leute da vielleicht auch gute Gründe dafür haben, nämlich dass sie sagen, erstens ist mir zu viel oder überfordert mich, zweitens die Gründe, also ich war mal in einem Projekt beteiligt, warum Menschen sich im digitalen Journalismus beteiligen und der Hauptgrund dafür, dass die Leute das nicht getan haben, war einfach, dass sie sich nicht registrieren wollen. Also diese gar nicht mal so diffuse Angst, sondern Entwicklung in den letzten Jahren, die ja Gefahren
Gefahren, die eben auch Digitalisierung oder Teilhabe an digitaler Kommunikation mit sich bringt, die sollte man nicht unterschlagen. Und auch da in diese Richtung muss die Diskussion gehen. Und es ist ja durch ein absolut legitimer Grund zu sagen, ich glaube, bei euch in der Studie war das, tauchte das ja auch auf, oder zumindest in der DIFSI-Studie von vor 2 Jahren, dass die Leute gesagt haben, ich will nicht überwacht werden. So, inwieweit das eine reale Gefahr ist, okay, das konnten wir jetzt so die letzten paar Jahre auch mal übersehen. Aber auch an dieser, sagen wir mal, Vermessung der Menschen, die online handeln, Big Data und so weiter, sind ja genau die Unternehmen auch beteiligt, über die wir hier sprechen. Das heißt also auch da würde ich mir noch ein bisschen mehr, sagen wir mal, wenn wir über Selbstbestimmung reden, heißt das ja nicht nur, selbstbestimmt an diesem Diskurs teilzunehmen oder sich selbstbestimmt digitalisieren oder eben nicht, sondern dann heißt es ja auch anzuerkennen, dass da Menschen bewusst sagen, nee, ich lasse mich hier nicht mehr durchleuchten oder ich habe eine Angst davor und habe eine berechtigte Forderung davor. Und wie gesagt, also die 20% der Leute, Frauen, ältere Personen, niedrige Bildungsschichten, was ich ein Riesenproblem finde, dass wir immer noch so einen krassen Klassenkampf eigentlich im Netz beobachten können. Lass uns noch mal fragen, aber da würde ich, die würde ich gerne stärker mit einbeziehen. Was die Leute wir sitzen fragen natürlich auch wollen. Nicht hier heute, aber tatsächlich ist das ein großer Teil des Problems. Wann mal brauchst du vielleicht das Mikro zurück? Da müssen alle was davon haben. Dankeschön. Worüber ich mir gerade Gedanken mache, ist, wenn Sie hier alle hier vorne sitzen, offensichtlich alle Digital Immigrants sind und keine Natives. Also quasi auch ihr Leben kennen ohne das Internet. Und ich mich immer frage, wie das vonstatten gehen kann, wie wir quasi, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, es ist so eine gelinde Panik davor, dass die Gehirne unserer Kinder schmelzen, wenn sie zu viel im Internet sind. Und ich oft das Gefühl habe, dass jüngere Leute viel kompetenter mit dem Internet umgehen als ältere Personen. Und eben sowas wie, was ich sehr gut finde, Kompetenz in den Schulen zu lernen, unter Umständen auch was ist, was man zusammen machen kann, wo man vielleicht fragen kann, hey ihr Jungen, wie macht ihr das denn? Wie funktioniert das bei euch? Habt ihr denn vielleicht auch einen viel, viel spielerischen Ansatz als wir, wie wir quasi Panik davor haben oder so? Und ich habe das Gefühl, dass das was ist, was absolut vergessen wird in dieser Diskussion. Also sprich, das Wissen abzuholen, dass Leute haben, die halb so alt sind wie wir. Richtig. Oder und vor allem, ob das denn auch in einer Gesellschaft, die einen Altersdurchschnitt von über 40 Jahren hat, es auch okay ist, offline zu sein vielleicht. Ist das eine Diskussion, die sowieso diese Online-Offline-Diskussion, die nur wir führen und eben nicht Leute, die heute 14 sind? Nee, ich glaube, da gibt es schon die auch... Die haben ja, also die angesprochenen Kinder, Jugendlichen, haben ja nicht die Erinnerung an das Leben, ich sag mal, ohne Elektrizität, sondern die leben ja damit. Und, ja, ich komme aus dem Osten, da gab es früher keine Elektrizität, von daher. Also das ist ja, glaube ich, der Kern der Frage. Also ist aber das nicht so eine nostalgische, rückwärtsgewandte Denkfigur, früher war es besser und deswegen abonnieren wir Landlust und gehen mal ins Detox-Camp oder stecken am Wochenende die Hände in die Erde? Das hätte ich zum Beispiel auch gesagt, dass es ein Teil des Phänomens ist. Ja, also dieses zurück zu back to the roots, do it yourself, wir stricken jetzt alle, wir machen jetzt alle unser Brauen, unser eigenes Bier und so weiter. Ja, das ist ja auch so eine Art kleine Weltflucht. Das sind dann die großen gesellschaftlichen Umwälzungen, von denen ich vorhin geredet habe. Nee, ich sehe das ja schon. Also wieder Beispiel meine 15-jährige Schwester, mit der ich leider nicht kommunizieren kann, weil sie Snapchat benutzt und ich nicht. Und ansonsten über schneiden sich unsere sozialen Netzwerke nicht. Ne? Also es gibt ja auch diese Flucht aus Facebook vielleicht doch durchaus Jugendlicher, weil sie merken, da erobern sich Erwachsene meinen Raum und da habe ich nun jetzt auch nicht wirklich Bock drauf. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch so etwas, was so eine Auseinandersetzung Jugendlicher auch mit diesen Themen durchaus mit sich bringt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, oder vielleicht unterschätzen wir auch Jugendliche, wenn sie zum Beispiel zu Themen wie Überwachung oder so keine Meinung haben oder auch problematischen Umgang. Also ich glaube, viele Jugendliche erleben ja auch in ihrer Lebenswelt problematische Dinge wie Cybermobbing oder so oder sind damit in Berührung. Und warum sollen
sollen die nicht auch eine dezidierte Meinung dazu haben? Ja, also ich meine, die gehen ja sogar duschen und so, die machen echt analoge Sachen meistens auch noch. Und wie gesagt, also mein Sohn geht in eine Ganztagsschule, der hat einfach mal von 8 bis 16 Uhr überhaupt nichts mit Medien zu tun. Der hat dann gerne, guckt sich dann gerne mal auf YouTube ein Video an, aber abends lesen wir was vor und dann hört er eine CD. Also ich meine, das ist irgendwie komisch, ne? Echt strange, dass die sowas machen, aber ich glaube, das ist ja auch ein... Das ist ja auch so ein bisschen... Ihr da hinten trinkt zu viel. Das war jetzt schon der zweite Korken da hinten links, der hörbar gezogen wurde. Und wir kriegen nichts. Ja, wir sind hier völlig abgestimmt. Und Nele, ich würde sagen, der moderiert uns so halb ab, weil die Leute wollen doch irgendwie toxic, offenbar. Und nee, Björn, ich würde es jetzt einfach ins Nachgespräch verlagern mit Blick auf die Uhr, weil die arme Katja muss das alles zusammenkneten zu einer Radiosendung, die kürzer ist als 55 Minuten. Vielen Dank. Danke auch für die letzte Frage und deine Ausführungen dazu, Nele. Ich kann schon mal verweisen auf den nächsten digitalen Salon. Der hat den schönen Titel Für immer Punk und da geht es um Jugendkulturen im Netz. Und ich glaube, Fragen wie die, die du gestellt hast, tippen wir da am mindesten an. Und ich möchte dich bitten, deine Schwester und deinen Sohn zu verpflichten, dass sie sich das auf jeden Fall reintun, wenn wir das diskutieren. Und vielleicht auch mal was dazu sagen, damit hier nicht immer nur so Mittelalte plus minus miteinander reden. Ich danke euch allen für den Weg hierher, fürs Mitdiskutieren, euch fürs Kommen und fürs Zuhören. Und auch nochmal ein Blümchen an die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die diese Ausgabe mit unterstützt hat, weil ihr das Thema am Herzen liegt. Das Ganze läuft im Radio für Jung und Alt am 19. Juni abends kurz nach 6 im Hörsaal D-Radio Wissen. Ja, und dann, wie gesagt, hier bitte wieder vollzählig erscheinen am 29. Juli. Vielen Dank, schönen Sommer, bis dahin.